So, wir wollen gemeinsam die Bibel aufschlagen und unseren Leittext lesen aus dem zweiten Buch Mose und hier das 17. Kapitel. Zweite Buch Mose, Kapitel 17. Und wir betrachten hier wieder das Volk Israel auf dem Weg zum Sinai. Und wir lesen hier eine Begebenheit, die uns einführt in unser heutiges Thema: lebendiges Wasser aus dem Fels. Wer ist mal so nett und liest die Verse 1 bis 7? Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit. Und sie sagten: Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen: Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte: Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose: Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast. Nimm ihn in deine Hand und gehe hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen des Streites der Söhne Israel. Und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wir haben ja letztes Mal das Manna betrachtet, die geistliche Speise, die das Volk Israel in der Wüste empfing. Und genauso verhält es sich hier. Hier geht es nicht um das Brot, was sie brauchen, sondern um das Wasser zu trinken. Und auch dieses Wasser kommt durch ein Wunder für sie. Denn so viele Leute in der Wüste, so viel Vieh, die alle Wasser brauchen, konnte nur durch ein Wunder Gottes bewerkstelligt werden. Aber es wird in der ganzen Situation der Murrerei, auch der Unglaube des Volkes Israel deutlich. Und Gott tut hier ein besonderes Wunder, und in diesem Wunder liegt eine besondere gleichnishafte Bedeutung. Ähnlich wie bei dem Manna. Denn dieses Volk trinkt nicht nur irgendein Wasser, sondern es trinkt ein Wasser in einem besonderen Sinne. Im 1. Korinther 10, Vers 4 wird uns das deutlich. 1. Korinther 10, Vers 4. Wir haben ja den Vers 3 schon in Bezug auf das Manna betrachtet. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und Vers 4. Und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte. Welcher war Christus? Also sie haben einen geistlichen Trank getrunken. Und sie tranken von dem Felsen Christus. In dieser Situation der Wüste, wo es so heiß war und die Sonne brannte, da wurde das Element Wasser in seiner lebensspendenden Bedeutung besonders bewusst. Nichts? Geht uns auch so, nicht wahr, Kinder? Wenn es jetzt so warm wird und die Sonne scheint, dann kommt da alle freiwillig angelaufen in die Küche zwischendurch und sagt da: Ich hab Durst. Nicht? Und wie groß muss der Durst erst für das Volk Israel gewesen sein? Und
sie schon aus rein pragmatischen Erwägungen heraus erkennt man, dass Wasser Leben bedeutet. Oder dass Wasser das Leben ist. Das gilt für das Leben auf unserem Planeten. Ohne Wasser würde kein Leben existieren können. Und in dieser Situation musste das Volk Israel ja eines ganz deutlich erkennen, nämlich, dass dieses Wasser durch Gott zu ihnen kam. Es kam durch ein Wunder, es kam auf das Wort Gottes hin, es kam sozusagen auf einen Schlag Moses hin, durch seinen Stab auf den Felsen. Das war nicht irgendeine Quelle, die sie nur gefunden hatten. Und es folgte ihnen auch später, als sie ihren Platz änderten und an einer anderen Stelle waren, dann war dort wieder Wasser aus einem Felsen. Und so konnten sie erkennen, dass es eine Bedeutung hatte. Und ihr kennt auch bestimmt viele Bibeltexte, die uns näher bringen, dieses Bild, dass dieser Fels Gott ist. Nicht wahr? Da gibt es viele Bibeltexte. Vielleicht fällt euch sogar einer ein. Oder Christus. Wir haben ja schon gesehen, dass der Fels Christus ist. 1. Korinther 10, Vers 4. Ihr könnt auch das vielleicht nennen, auch wenn ihr den Text nicht gleich findet. Ja, Julie? Also wo Jesus als das Wasser des Lebens bezeichnet wird? Oder? Nee, der Fels. Wo der Fels ein Bild ist auf Gott. Ja, Psalm 18, genau. Vers 3. Der Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Ja, wir wollen die alle nicht lesen, aber einige dürften euch noch einfallen. In dem Psalm stehen mehrere Worte. Psalm 92, Vers 16. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Oder 5. Mose 32. Psalm 92, 16 war das jetzt. 5. Mose 32, 4. Er ist ein Fels, steht dort. Jesaja 44, Vers 8, ja. Erschreckt nicht und zittert nicht, habe ich es nicht schon längst hören lassen und es dir verkündigt. Und ihr seid meine Zeugen, gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen, so sagt sie Luther. Jesaja 44, 8, genau. Nicht? Aber auch die Begebenheit mit Petrus im Neuen Testament ist ja so ein Beispiel. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und in diesem Bau des Tempels, da war Jesus ein besonderer Stein, nämlich, Pepe? Der Eckstein, genau. Der Eckstein. Petrus sagt, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. 1. Petrus 2, Vers 4 war das. Ja, also viele Texte. Und einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Fundament, der Stein. Also, oft begegnet uns diese Symbolik. Und im Bibelkommentar heißt es auf Seite 358, es besteht kein Gegensatz, wie oft behauptet wird, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, dem Gesetz Gottes und dem Evangelium Christi, den Forderungen des jüdischen und des christlichen Zeitalters. Jede gerettete Seele im früheren Zeitalter wurde ebenso wahrhaftig durch Christus gerettet, wie wir heute durch ihn gerettet werden. Die Patriarchen und Propheten waren Christen. Die Verheißung des Evangeliums wurde dem ersten Elternpaar im Garten Eden gegeben, als sie sich durch Übertretung von Gott getrennt hatten. Das Evangelium wurde Abraham gepredigt. Die Hebräer tranken alle vom geistlichen Fels, welcher war Christus. Also in diesen Zeilen wird deutlich, nicht nur das, was klar ist, dass
Christus der geistliche Fels ist, sondern es steht auch in einer Kette, in der uns gesagt wird, dass damit auch das Evangelium gepredigt wird. Nicht? Es ist eine Auflistung. Die Patriarchen, Propheten waren Christen. Schon in Eden wurde die Verheißung des Evangeliums gegeben. Abraham wurde das Evangelium gepredigt und den Hebräer. Und die Hebräer tranken vom geistlichen Fels, welcher war Christus. Und Abraham wurde das Evangelium gepredigt, das finden wir im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 8. Nochmal zur Erinnerung. Und wir brauchen diesen Text jetzt auch für die nächsten Gedanken. Ich glaube, Elberfelder ist eine gute Übersetzung für den Vers oder auch Schlachter. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham das Evangelium. In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Ja, also Abraham wurde das Evangelium verkündigt. Das war ja vor dem Auszug Israels, also vor der Zeit, die wir hier gerade betrachten, wurde Abraham das Evangelium gepredigt. Und in diesem Gedanken folgt auch das Psalmwort, Psalm 105, den wollen wir gerne mal aufschlagen, Psalm 105. Vers 41 und 42. Mit Mikro immer noch. Ja, die Mikrofone braucht er gar nicht ablegen. Die hält er am besten in der Hand, dass er sie gleich griffbereit habt. Jetzt Pepe, bitte. Er öffnete den Felsen, da flossen Wasser heraus, die Bäche liefen in der dürren Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges Wort, das er Abraham seinem Knechte gegeben hat, geredet hatte. Also hier haben wir wieder die Begebenheit, er öffnete den Felsen, da flossen Wasser heraus, das Bäche liefen in der dürren Wüste. Und jetzt kommt ein Wort, das steht im Grundtext auch wirklich so da. Denn, das ist also ein Kausalzusammenhang, nicht? Denn er gedachte an sein heiliges Wort. Eigentlich heißt es Verheißung. Ich weiß nicht, was andere Übersetzungen sagen. Bitte? Promise. Ja, ne? Die Verheißung. Ist nicht ganz so wichtig, aber an Abraham und seinen Knecht. Also die Verheißung oder das Wort, das er an Abraham gegeben hat, ist die Ursache dafür, dass er Wasser aus dem Felsen hat fließen lassen. Also sozusagen in Fortführung der Verheißung, die an Abraham gegangen ist, hat Gott dem Volk Israel Wasser in der Wüste gegeben. Also in der gleichen Linie der Verheißung gibt Gott Wasser für die Israeliten in der Wüste. Es ist ja nicht so, dass Abraham verheißen wurde, dass den Israeliten in der Wüste Wasser gegeben wird. Aber es ist etwas anderes verheißen. Dem Abraham wurde etwas anderes verheißen. Und denkt nur mal an den Berg Moria zurück. Da wurde ihm ja eine Lektion erteilt an seinem eigenen Sohn. Nämlich, er sollte seinen Sohn opfern, aber er erfuhr, dass nicht sein Sohn sterben musste, sondern ein stellvertretendes Opfer, nämlich Christus. Christus sollte geschlagen werden. Und genauso wird hier bei dem Wunder, dass das Wasser aus dem Felsen kommt, der Fels auch geschlagen. Nicht Christus, der Bild für das Felsen, also der Fels als Bild für Christus, wird geschlagen, sodass das Lebenswasser fließt.
Und so steht es auch in Patriarchen und Propheten. Der geschlagene Fels war ein Sinnbild für Christus, durch das uns die wertvollsten geistlichen Wahrheiten vermittelt werden. Wie das lebensspendende Wasser aus dem geschlagenen Felsen floss, so kommt von Christus, der von Gott geschlagen war, der um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen wurde, Jesaja 53, 4 und 5, der Strom des Heils für ein verlorenes Geschlecht. Wie der Felsen einmal geschlagen wurde, so ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Hebräer 9, 28. Also, dieses Bild sollte auch etwas für das Volk Israel vermitteln. Wir gehen auch gleich noch weiter darauf ein, aber wir machen uns Gedanken, was dort hervorfließen sollte. Denn es war offensichtlich mehr als nur Wasser, das den Durst stillen sollte. Denn Jesus nimmt ja am Jakobsbrunnen später darauf Bezug. Es sollte ein Quell sein, das ihnen mehr als nur das physische Leben auf dieser Erde gewährleistet, sondern es sollte in ihnen ein Wasser sein, das zum ewigen Leben fließt. Und das konnte es aber nur, wenn sie diese geistliche Lektion auch verstanden hatten und im Glauben annahmen. Das, was hervorsprudeln sollte auch, war die Gerechtigkeit. Es heißt in einem Vers, den wir schon angedeutet haben, Psalm 92, Vers 16, wir könnten gerne mal aufschlagen, Psalm 92, Vers 16, dass sie verkündigten, dass der Herr so fromm ist, mein Hort, und ist kein Unrecht an ihm. Dass sie verkündigen, ich lese mal nach einer anderen Lesart, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und keine Ungerechtigkeit ist an ihm. Also er ist auch ein Sinnbild für die Gerechtigkeit. Und das, was aus diesem Felsen hervorkommt, ist die Gerechtigkeit. Das Handeln nach dem Gesetz Gottes. Und so sagt sie auch die Bergpredigt. Nicht? Wem fällt der Text ein? Selig sind, die hungert und dürstet nach? Nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden, heißt es hier. Ja? Also wir sollen einen Hunger haben, einen Durst haben nach der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit fließt uns durch dieses lebendige Wasser von Christus entgegen. Psalm 36, Vers 9. Wir können mal ein paar Texte lesen, um dieses Bild noch von mehreren Seiten zu beleuchten. Psalm 36, Vers 9. Und 10 auch noch, bitte. Sie werden trunken von den reichen Gütern des Hauses und du tränkest sie mit Wonne als mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Also aus dieser Quelle soll das Leben hervorsprudeln, aus der lauter Glück und Freude hervorgeht. Und das ist ja eigentlich die gleiche Sache, nur anders ausgedrückt. Denn wie können wir nur die Freude und das Glück haben, wenn wir nicht mit Gottes Geboten in Übereinstimmung leben? Nicht? Woher kommt das Leid? Doch nur durch die Übertretung der Gebote. Und das will ja auch nur sagen,
dass wir, wenn wir aus dieser Quelle trinken, auch ein Leben ohne Sünde leben können. Dazu will uns Gott ja dieses Wasser geben. Und das war auch seine Absicht mit dem alten Israel. Gehen wir mal zum Jakobsbrunnen, Johannes 4. Johannes 4, da lesen wir mal die Verse 10 bis 14. Und diesen Gedanken hat ja Jesus auch bewegt mit der Samariterin. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Den wird wieder dürsten. Ach so. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ja, gleiche Bild. Und es geht hier um mehr als nur um ein Wasser, das den Durst stillt, sondern es stillt den Durst nach geistlichem Leben, nach ewigem Leben. Und das ist lebendiges Wasser. Und das kann nur Jesus geben, macht er hier auch deutlich. Das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Bis zum Ende der Bibel begegnet uns das, da gehen wir jetzt auch hin, Offenbarung 22. Offenbarung 22, da steht ja der bekannte Vers von dem Geist und der Braut, wo dieses Angebot wiederholt gemacht wird, Vers 17, Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Eine wunderbare Einladung für uns alle. Wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also ohne Geld. Dieses Wasser geht von Christus aus, haben wir gesagt, aber es wird auch noch in einem anderen Vers etwas detaillierter gesagt. Das wollen wir mal beachten, nämlich in Vers 1, gleiche Kapitel, Offenbarung 22, Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Ja, wo geht der Strom lebendigen Wassers hervor? Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Hanna? Vom Thron Gottes. Vom Thron Gottes. Vom Thron Gottes und des Lammes. Also dieser Strom fließt hervor vom Thron Gottes. Wir kommen gleich drauf. Offenbarung 5, Vers 6. Hier wollen wir diesen Gedanken mal weiter verfolgen. Also, es ist ja, Jesus hat sich ja auf den Thron des Vaters gesetzt, nicht? Das ist keine Unterscheidung, die wir jetzt an dieser Stelle machen wollen. Das heißt ja auch der Thron Gottes und des Lammes. Und in Offenbarung 5, Vers 6 wird uns wieder das Lamm vorgeführt. Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den vier Tieren und zwischen den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre. Mhm. Dankeschön. Ja, also Stuhl heißt bei mir hier Thron. Ne? Zwischen dem Thron war das geschlachtete Lamm. Also das ist der geopferte Heiland, Jesus. Und das ist ja auch
genau das, was ihn so hoch und erhaben macht, so zum eigentlichen, zum Sieger, was ihm die Berechtigung gibt, auch die zentrale Stelle im Universum innezuhalten oder beizubehalten, ist auch offensichtlich nach diesem Bild seine große Tat von Golgatha, wo er das Opfer gebracht hat. Das Lamm, das geschlachtet wird, führt uns zu Golgatha hin. Aber wie war es auf Golgatha, als er am Kreuz hing und starb? Da kam ein römischer Soldat und was tat er? Ja, Katrin? Ach, ja. Da. Er stach ihm in die Seite und dann kam Blut und Wasser gleichzeitig heraus. Genau, Johannes 19,34 ist es. Einer der Soldaten stieß ihm mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und das sind auch Symbole. Die Bibel berichtet es nicht aus Belanglosigkeit, denn das hat auch eine Bedeutung. Er gab sein Leben hin und als er starb, war das Blut und das Wasser auch Symbole des Lebens, das er gegeben hat für die Menschen. Und sein Körper war auch ein Symbol. Wofür? Ja, für was? Für den Tempel, genau. Ja, darauf wollte ich hinaus. Sehr schön. Nicht? Hat er nicht gesagt, auch brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten? Er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Und wann richtet er diesen Tempel auf? In 3 Tagen? Ja, Hanna? Nachdem er starb in 3 Tagen. Ja, er starb, wurde ins Grab gelegt und stand wieder auf. Nicht? So richtet er den Tempel wieder auf. Und so sind das ähnliche Symbole. Also aus dem Tempel seines Leibes fließt das Wasser, quillt das Wasser des Lebens hervor. Und genauso aus dem Tempel fließt der Strom des Lebens hervor. Und aus dem geschlagenen Felsen, der geschlagene Felsen ist doch auch nur ein Symbol für den geschlagenen Heiland am Kreuz. Und da fließt das Wasser hervor, das Wasser des Lebens. Aber wenn die Israeliten dieses Wasser getrunken haben, hatten sie vielleicht Wasser für sich selbst und für ihr Vieh. Aber um dieses lebendige Wasser nutzen zu können, mussten sie im Glauben trinken. Sie mussten also im Glauben diese Bedeutung erfassen, wie in anderen Sachen auch. Was nutzte denn die eherne Schlange, wenn die Israeliten nicht im Glauben dort hochblickten? Als ein Symbol für den gekreuzigten Heiland, der sie errettet von den tödlichen Bissen der Sünde, die durch die Schlangen dargestellt wird. Und so auch wir. Wir können dieses Leben nur erlangen, wenn wir im Glauben dieses Wasser trinken. Aber Wasser und Blut sind Zeugen für das Leben. Aber es gibt noch einen dritten Zeugen. Und der kommt jetzt zu dem Gedanken, den Bernd gerade schon angesprochen hat, vielleicht nicht für alle hörbar. 1. Johannes, Kapitel 5, Verse 6 bis 8. Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn 3 sind, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die 3 stimmen überein. Also die 3 sind es, die bezeugen. Geist, der Geist, das Wasser und das Blut. Also welchen Zeugen hatten wir bisher noch nicht? Den Geist. Also wir empfangen das Wasser des Lebens, indem wir den Heiligen Geist empfangen. Und dies geschieht auch nur im Glauben an Christus.
Ja, kommt gleich. Kommt gleich. Also wir können auch sagen, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, dann empfangen wir den Heiligen Geist. Und das bringt uns eigentlich auch schon nahe zu dem Anliegen, das Gott 1888 hatte, nämlich er wollte seinen Geist ausgießen, oder? Ein Spätregen. Und er wollte sein Volk vorbereiten, indem sie den Heiligen Geist empfangen, in Fülle. Und als Mittel dazu mussten sie verstehen, dass sie das nur im Glauben können. Durch Christus. Und dieses Verständnis ist notwendig, um den Heiligen Geist zu empfangen. Jesus sagt das selber. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf 37. Und rief: Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser Strom, der dort in der Wüste floss, konnte den Israeliten im eigentlichen, im wahren Sinne nur nützen, wenn sie im Glauben tranken. Im Glauben, wie die Schrift sagt. Und genauso wie heute. Wir können nur davon profitieren, von diesem Lebensstrom, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir selber werden wieder zur Quelle. Und so erkennen wir den Zusammenhang. Wir können vielleicht sagen, wenn in dem Maße, wie wir Glauben haben, empfangen wir auch den Heiligen Geist. Oder negativ gesagt, wenn nicht den Heiligen Geist hat, hat auch nicht den Glauben. Oder zumindest im Maß oder ohne Maß. Wenn nicht den Heiligen Geist ohne Maß hat, hat auch nicht den Glauben ohne Maß. Oder umgekehrt. Also, je mehr wir je mehr Glauben wir in das Wort Gottes haben, desto mehr kann Gott uns seinen Heiligen Geist schenken. Er tut das natürlich, wie es ihm gefällt. Aber so ist es ja auch mit dem Glauben. Es ist ja nichts, was wir, es ist ja kein Regler, an dem wir drehen können. Zumal der Glaube ja auch keine Leistung ist, die wir vorweisen können. Aber dieser Zusammenhang besteht. Denn jemand, der diesen Lebensstrom als was Selbstverständliches erachtet, wie es ja die Israeliten in der Wüste dann auch großenteils taten, was hat der für einen Profit von der geistlichen Quelle, die da fließt? Gar nichts, nicht? Für den ist es ein Schluck Wasser und das gibt er seinem Vieh und dann hat er eine Weile keinen Durst mehr. Und diese Erfahrung, diese geistliche Erfahrung der Gerechtigkeit, die durch den Heiligen Geist vermittelt wird, wenn wir im Glauben aus dieser Quelle trinken, die hätte Israel widerfahren können in der Wüste und dann wären sie nicht umgekommen. Dann wären sie ins gelobte Land eingegangen. Und das hat Jesus auch den Pharisäern gesagt, denn die Pharisäer waren in genau der gleichen Situation. Johannes 5, Vers 46 und 47. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 46 und 47. Wenn ihr Mose glaubet, so glaubet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben.
Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, also wenn ihr Mose glaubtet, wie ihr es ja vorgibt, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Also Mose hat von Christus geschrieben, und wenn ihr seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ellen White kommentiert das auch und bringt uns den Gedanken vielleicht noch mal ein bisschen näher. Leben Jesus, Seite 199. Wenn ihr Mose glaubtet, sprach Jesus, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das ist der Text, den wir gelesen haben. Christus hatte durch Mose zu den Israeliten geredet. Hätten sie auf die göttliche Stimme geachtet, die durch ihren großen Führer gesprochen hatte, dann würden sie sie in den Lehren Christi wiedererkannt haben. Oder vielleicht kann man auch sagen, dann hätten sie die Lehren Christi erkennen können. Also wenn sie geglaubt hätten, wenn sie Mose geglaubt hätten, dem Wort, was er geredet hat, er hat es ja auch nicht aus sich selber geredet, sondern er hat es ja von Gott empfangen, dann hätten sie die Lehren Christi darin erkannt, also das Evangelium. Hätten sie Mose geglaubt, so würden sie auch an den geglaubt haben, von dem Mose schrieb. Leben Jesu 199. Dann hätten sie auch den Heiligen Geist empfangen. Epheser 1, ja, nimm dir ruhig ein Mikrofon. So sagt es auch das Wort in 1. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, schön. Er ist das Unterpfand unseres Erbes. Ja, sehr schön. Der passt sehr gut. Also wenn wir das alles so betrachten, dann sehen wir, dass ja den Israeliten in der Wüste Jesus geradezu vor Augen gemalt worden ist. Nicht wahr? Auch wenn wir ganz andere Symbole noch betrachten. Und auch das, was sie noch von Abraham erkannten und wussten. Du wurdest ja den Galatern in Galater 3, Vers 1 auch gesagt. Werd euch so bezaubert, den Christus vor die Augen gemalt worden ist. Also sie hatten gar keine Entschuldigung, den Herrn zu erkennen, zumal er ja auch so viel Wunder unter ihnen wirkte. Es ist ja nicht irgendwie nur, dass Mose da eine Quelle gefunden hatte, sondern sie haben ja Wunder über Wunder erlebt. Und sie wussten ja, dass dies von Gott kam und hätten über die geistliche Bedeutung nachdenken können. Und ich bin mir sicher, dass Mose ihnen auch, was er uns hier aufgeschrieben hat, ihnen auch selber selber mitgeteilt hat. Vielleicht betrachten wir das nochmal ganz kurz. Denn was war denn eigentlich da für eine Besonderheit in dem Eingangstext, den wir gelesen haben? Das hat Gott, also Jesus, Mose mitgeteilt. Wo befand er sich denn? Lest es vielleicht nochmal genau, vielleicht ist es euch nicht so bewusst geworden. 2. Mose 17. Vers 5. Nee, Vers 6. Siehe, ich will da selbst stehen vor dir auf einem Fels am Horeb. Ja, er selber steht dort. Nicht? Er selbst steht dort. Und da sollst du an den Felsen schlagen. Also vor dir steht bei mir. Normalerweise, also wenn er sichtbar gewesen wäre, hätten sie Mose vielleicht gar nicht gesehen, weil Mose hinter ihm steht. Aber er stand vor ihm. Also sozusagen in direkter Gegenwart. Er war gegenwärtig.
Und die Israeliten murrten. Und weswegen murrten sie? Oder wie murrten sie? Vers 7 nochmal. 2. Mose 17, Vers 7. Was haben sie gesagt? Letzter Teil des Satzes reicht. Was haben sie gesagt? Nach dem Doppelpunkt. Ist der Herr unter uns oder nicht? Ja, ist der Herr unter uns oder nicht? Und war er unter ihnen? Bitte? Er war gegenwärtig. Und wenn Mose das weiß, behält er das ja auch nicht zwangsläufig für sich. Er war unter ihnen und er stand auf dem Felsen. Er war in seiner Person gegenwärtig. Und wenn sie im Glauben dem nachgespürt hätten, dann hätten sie auch ihn gefunden, hätten sie seine Gegenwart auch erfahren. Und genauso ist es mit dem Abendmahl. Das Manna und das Wasser ist das Gleiche wie wir. Das sind die gleichen Dinge, die uns auch beim Abendmahl begegnen. Denn wir können es auch als Brot essen und wir können es als Wein trinken. Aber es hängt von unserem Glauben ab, wie sehr es uns zum Segen gereicht. Wie sehr es uns verändert und wirklich auch ein Bestandteil von uns wird. Nicht, dass das Brot, das wir essen, das wird verdaut und aufgeschlossen und wird Fleisch. Und dieses geistliche Brot, was wir essen, wird aber nur Fleisch in unserem Leben, wenn wir es auch im Glauben zu uns nehmen. Dann wird es im Grunde genommen zu dem Leben Jesu. Denn dann wirkt Gott in uns die Werke, die er für uns schon zuvor bereitet hat. Wenn wir im Glauben dieses Brot essen. Das ist natürlich nicht nur beim Abendmahl, ist auch bei unserem Bibelstudium so. Aber auch beim Abendmahl ist eine besondere Verheißung gegeben, die die Gegenwart Gottes betrifft. Nämlich, es gibt wenige Ereignisse, wo uns wirklich durch ein inspiriertes Wort gesagt wird, dass Gott gegenwärtig ist. Und das ist neben der Taufe auch, könnt ihr euch denken, das Abendmahl, nicht wahr? Neben Jesus, Seite 656. Niemand sollte sich vom Abendmahl ausschließen, nur weil manche daran teilnehmen, die unwürdig sind. Jeder Nachfolger Christi ist aufgerufen, an dem Heiligen Mahl teilzunehmen und dadurch zu bezeugen, dass er Jesus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat. Dabei will Christus seinem Volk begegnen und es durch seine Gegenwart stärken. Selbst wenn unwürdige Hände und Herzen die gottesdienstliche Handlung vollziehen, ist Christus gegenwärtig, um seinen Kindern zu dienen. Also gleiche Verheißung. So wie Jesus damals auf dem Felsen stand, als das Wasser für ihn floss, als ein Sinnbild seines Opfers, als ein Sinnbild des Lebens. So ist auch das Abendmahl ein Sinnbild seines Opfers, wo das Blut symbolisiert wird, das für uns zum ewigen Leben fließt. Und noch eine Bedeutung ist ja integriert in das ganze Symbol. Nämlich, was passiert denn mit dem Wasser? Wenn wir glauben, das ist lebendiges Wasser, aber wir trinken es nicht, was nützt es uns? Gar nichts. Wenn wir Durst haben und wir trinken das Wasser nicht, was nützt es uns? Wir verdursten, also das an der Quelle stehend. Es soll in uns wirken, von uns aufgenommen werden, um dann lebendig zu werden. Und so ist es ganz besonders auch mit dem geistlichen Dingen, mit dem geistlichen Wasser, mit dem lebendigen Wasser. So wie wir die Nahrung aufnehmen, so wie wir das Trinken aufnehmen, dass unser Körper Leben hat und Kraft hat, so muss auch im Glauben dieses lebendige Wasser aufgenommen werden, damit es Fleisch und Blut wird. Ja, das ist die Bedeutung, die
Gott in dieses Bild hineingelegt hat, uns zur Veranschaulichung. Er verschleiert es ja nicht als ein Bild, sondern er gebraucht ja ein Bild, damit es deutlich wird, oder? Nicht, wenn wir etwas deutlich machen wollen, dann ist es manchmal auch hier, machen wir oft hier an der Leinwand, mit einem Bild besonders deutlich. Und Jesus sprach ja auch in Gleichnissen, um etwas deutlich zu machen. Natürlich ist es für viele belanglos. Die sehen darin keine Bedeutung, aber die erlangen auch nicht das ewige Leben. Und deswegen sollten wir auf diese Dinge achten und auch sehen, welche wichtigen Dinge Gott da für uns hineingelegt hat, dass auch wir dieses lebendige Wasser trinken und dass es auch in uns ein Lebensstrom wird, der durch den Glauben an Christus eine Quelle wird, durch die der Geist Gottes auch noch andere Menschen erreichen kann. Eine Quelle, die uns so lebendig macht, dass wir Boten werden, dass wir laufen, zu den anderen Menschen, dass wir reden. Von Christus, von seiner Botschaft, vom Evangelium, vom ewigen Evangelium, von der gegenwärtigen Wahrheit, die die Menschen rettet. Und das sollte uns bewegen und in uns auch dieses Bewusstsein entfachen, wie wir dieses Leben erhalten können und wie wir den Heiligen Geist erhalten können, damit dieses Werk auch zum Abschluss kommen kann. Und damit wir auch einmal am Lebensstrom stehen können mit all unseren Lieben, wo der Lebensstrom vom Thron Gottes her fließt, auch als ein Bild für all das, was der Heiland für uns getan hat. Mein Wunsch, dass wir diese Lektion lernen und alle dabei sind. Amen.